Anzeigenecker Sulm, deutsche Presseagentur. Bei einer Explosion in einem Verwaltungsgebäude von Lidl in Neckarsulm, Kreis Heilbronn, sind am Mittwoch 3 Personen. Es gebe eine größere Einsatzlage, teilte die Polizei mit. Die Explosion sei gegen 14:50 Uhr erfolgt. Der Ort des Geschehens liegt in einem Industriegebiet. Nach Angaben von Sicherheitskreisen ereignete sich die Explosion in einem Gebäude des Discounters. Es sei unklar, ob es sich um eine Brief- oder Paketbombe handelte. Dies müssten die Ermittlungen zeigen. Die Polizei prüfe gleichfalls, ob ein Zusammenhang mit der Verpuffung in der Warenannahme eines Getränkeherstellers in Eppelheim, Rhein-Neckar-Kreis, besteht. Dabei wurde am Dienstag ein Mitarbeiter verletzt. Er erlitt ein Knalltrauma. Sachschaden entstand. Laut Polizei war für die Verpuffung ein Paket ursächlich, das der Mann an. Hier war der Hintergrund zunächst auch unklar. Anzeige, Copyright-Symbol, Deutsche Presseagentur Infocom, Deutsche Presseagentur. 2102179482986 Viertel.